Damit begrüße ich euch wieder ganz herzlich hier zurück zu einer neuen Folge Harvest Moon, The Winds of Antas. So, wir haben als Aufgabe ein wildes Schaf zähmen, Tomaten und so weiter und so weiter, das Angelfestival zurückbringen, wo wir jetzt gerade die Holzbretter machen, den Kamerafilter hier, den Wüstenhibiskus finden, hier Bronze bringen und so weiter und so weiter und so weiter. Diamantenpiranha, okay. Und ja, zusätzlich muss ich halt noch gleichzeitig immer zwischendurch mal angeln gehen. Den Trick dazu habe ich ja verraten. Aber, man hatte mir noch was anderes gesagt. Und ich probiere das jetzt aus. Mir tut es wirklich in der Seele weh, das sage ich euch. Und zwar wirklich vom Herzen tut es mir weh. Ich muss ein Schaf leider loswerden. Und es wird wahrscheinlich die Doreen. Weil sie als einzige Rüben hat und die anderen sind halt so ein bisschen einfacher. Deswegen, liebe Doreen, es tut mir leid, du musst leider gehen. Ja, ich sollte ein Schaf loswerden. Das war die Aussage, die ich hier bekommen habe. Wobei ich fast glaube, es sind zwei Schafe, die ich hätte loswerden müssen. Ich habe einfach immer zu viele Schafe. Ich bin einfach ein viel zu liebenswürdiger Mensch und ich nehme einfach alles auf und, nein, 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 ich brauche was Warmes. Ich hätte natürlich auch erstmal schlafen gehen können, aber ich habe mir jetzt gesagt, ich will es jetzt wissen, ich will das Schaf haben und ich will warme Klamotten haben. Dim, 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 dim. Okay, das Schaf ist schon gezähmt. Und es haut auch nicht mehr ab. Darf ich es jetzt mit nach Hause nehmen? Ja! Ihr hattet recht, okay. Das wird dann die Chaosprinzessin. Alles klar, jetzt können wir die Schafe scheren. Lass uns die Schafe sofort schoren. So flauschig und warm. Daraus wird ein warmer und haltbarer Stoff entstehen. Nun fangen wir an, das in Stoff zu verwandeln. Laut dem Buch kann sehr viel Zeit nötig sein, Stoff daraus zu machen. In der Zwischenzeit möchte ich, dass du die Materialien zum Färben des Stoffes sammelst. Du könntest Nikolai nach den Details fragen. Nikolai arbeitet in der Apotheke, also weiß er ein oder zwei Dinge über Pflanzen. Sprich mit Nikolai. Gut, das geht aber schneller, wenn ich dann da hingehe oder mich hinteleportiere. Tut mir leid an das Schaf, dass ich da jetzt einfach in die Kälte rausgeschickt habe. Wobei, in die Kälte, stopp, bei mir ist es nicht so kalt wie hier. Dem Schaf sollte es eigentlich rein theoretisch sogar gut gehen. 2, 1 und... schnell rein, bevor mir noch kälter wird. Färbemittel für den Stoff, den ihr für ihre traditionelle Kleidung verwendet? Ich habe eine Idee für Pflanzen, die zur Herstellung von Farbstoff verwendet werden können. Da wir traditionelle Simagrad-Kleidung herstellen, ist es sinnvoll, nur Pflanzen zu verwenden, die in der Gegend heimisch sind. In diesem Fall ist wahrscheinlich die beste Pflanze, die man benutzen kann. Und die Chemikalien, die wir für die Farben brauchen, sind... okay, ich hab's verstanden. Willst du sie mit uns anderen teilen? Trublai kann deine Gedanken nicht lesen, weißt du? Oh, tut mir leid, ich bin es einfach nicht gewohnt, dass ich anderen etwas erklären muss. Die beste Pflanze zur Herstellung von Farbstoff ist Juwelzwiebeln, ein Gemüse, das sich gut an das kalte Klima angepasst hat. Das Fell von Juwelzwiebeln ist perfekt zum Färben von Stoff. Um die Farbe fest aus dem Stoff zu fixieren, können wir auch Fixiermittel aus Bronze verwenden. Für unsere Zwecke verwenden wir Bronze von ungewöhnlicher hoher Reinheit. Was die Menge angeht, ich denke, 3 Juwelzwiebeln und ein Bronze sollte für ein Outfit ausreichend sein. Juwelzwiebeln, rote Zwiebeln... kann mutieren. Juwelzwiebeln, wenn es in kälterer Region angebaut wird. Ich habe einmal gelesen, dass rote Zwiebelsamen überall zu finden sind. Überall zu finden sind Zwillingsteiche. Okay. Du kannst mir das alles bringen, oder? Ich warte hier auf dich. Wenn du alle Materialien bringst, mache ich mich an die Arbeit. Okay, also wir brauchen eine kalte Region. Die haben wir ja hier.
Das heißt, jetzt erstmal ganz kurz zurück. Hierhin. Rote Zwiebeln holen. Oder beziehungsweise mal gucken, wo wir rote Zwiebeln finden. Hier wollte ich erstmal gucken. Rote Zwiebelsamen. Ja, klar, findet man überall die roten Zwiebeln. Sehe ich schon. Da sind rote Zwiebeln, da sind rote Zwiebeln. Am Fuße des Vulkans sind rote Zwiebelsamen. Sage ich jetzt mal nichts dazu, ne? Rote Zwiebelsamen. So, wollten wir noch welche? Da. Das Brummen in den Ohren. Jetzt sag mir nicht, dass ich extra hoch muss. Oh, nee. Da habe ich jetzt keinen Nerv drauf. Da. Da sind haufenweise Zwiebeln. Hat er ja auch gesagt, aber... Manchmal glaube ich ihm halt nicht. Oh. Den will ich haben. Der hat nämlich ganz viele rote Zwiebeln. Drei Stück. Dann holen wir die noch von dir. Auch nochmal ein paar. Wunderbar. Dann können wir nach da oben und können da oben das anbauen, rein theoretisch. Warte mal. Erstmal gehen wir hier zu den Quellen. Ich weiß gar nicht, ob bei den Quellen nicht auch vielleicht... Erstmal egal, komm, erstmal ab ins Wasser. Okay. Hier ist kein Feld, ne? Nee. Ah, von hier kann ich auch nicht raus, ne? Also ich muss wirklich erst rausgehen... Ich muss erst rausgehen. Damit ich dann hier hin kann. Wir müssen nur die Mauer weg haben. Mehr nicht. Nur die Mauer. Und dann geht das Spiel erst richtig los. Wie? Dann geht das Spiel erst richtig los. Ja, richtig gehört. Achso, hier sind heiße Quellen. Ah. Ja, stell die Vogelstange auf. So, mutierte Zwiebeln. Ach ja, komm auch noch Kompost, genau. Nein. So. Das Gute ist, ich könnte mich jetzt hier reinstellen einfach. Und könnt jetzt hier warten. Es ist aber schon ein Naturspektakel, oder? So eine heiße Quelle in so einer kalten Gegend? Findet ihr nicht? Nein? Okay. Komm, ein Herz nehmen wir noch. Perfekt. So, das heißt, dann können wir jetzt hier immer wieder hin und können immer wieder dann danach gucken. Da muss ich auch noch irgendwann mal hin. Hier unten, das habe ich noch nicht entdeckt. Und dann hier natürlich die Wüste. Die muss ich dann auch nochmal erforschen. Dafür brauche ich aber wieder andere Getränke, die ich mir dann noch herstellen muss. Damit wir da durch können. Hier ist alles erledigt. Dann würde ich sagen, legen wir uns hin, schlafen, freuen uns auf den nächsten Tag. Ich kann mich noch gar nicht hinlegen. Ich muss mich noch mal ganz kurz um das Schaf kümmern.
Weil wenn man sich nicht um das Schaf kümmert, dann könnte es vielleicht traurig sein und abhauen. Und das wäre kontraproduktiv. Weil das ja scheinbar ein ganz besonderes Schaf ist. Schaf, Schwarznasenwolle, was? Was war das jetzt? Schwarznasenschafwolle. Klar. Geschoren ist es. Das arbeitet noch. Eigentlich würde ich ja jetzt am liebsten noch angeln gehen, aber... Ja, keine Ahnung. Nee. Wir haben ja genau das, was wir wollten. Wir haben das Schaf, es geht weiter in der Story, ich muss nicht mehr angeln gehen, sozusagen alles ist super. Das Wetter verschlechtert sich, ich sollte die Sachen schützen. Ja, jetzt ist die Frage, welche meinst du denn, welche ich schützen muss? Wenn sie jetzt drüben meint, dann könnte es natürlich ein Problem werden, weil da habe ich natürlich noch nichts vorbereitet. Was dann natürlich ein bisschen ärgerlich wäre, wenn das dann drüben kaputt geht, wo ich dann mit Ach und Krach versuche, da diese roten Zwiebeln da zum Mutieren zu bringen. Wo man auch nicht vergessen darf, ich muss da extrem viel Glück haben. Also ist jetzt nicht so, dass die jetzt alle dann hier so eine Zwiebel werden, sondern nein, es muss natürlich ein bisschen Glück mit dabei sein. So, jetzt aber erstmal hier alles gießen. Das ist nämlich das, wo wir uns sicher sein können. So. Und... Perfekt, dann hier einmal auffüllen. Und dann kümmern wir uns um unsere Tiere. Okay. Lass mir alles... Wow. Puh, hier habe ich jetzt echt einiges zu tun. Däumelinchen. Hummelchen. Aber das mit dem Schaf verstehe ich halt nicht. Was war da jetzt bitteschön das große Hindernis? Waren es diese Behälter hier links, die hier? Die mir da jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Ich gehe mal davon stark aus, ja. Ich finde, das hätte man halt dann auch, wie ich finde, ein bisschen anders regeln können. Nee. Irgendjemand hatte ich noch nicht. Doch, dich hatte ich auch schon. Irgendwer fehlt mir doch noch. Genau, der Ulf. Jetzt lassen mich die Tiere nicht mehr raus. Das ist doch schön. Tiere sind doch sowas Schönes, wenn sie einen nicht mehr rauslassen. Ach, ich habe schon wieder Post. Spinat. Nee. Na, sieh mal grad. So. Wir laufen da jetzt mal schnell hin. Sprinten ins Wasser. Wärmen uns ein bisschen auf.
So ein bisschen aufwärmen. Und dann können wir gießen. Also hier sieht das Wetter jetzt eigentlich sonnig aus. Ich weiß jetzt nicht, wo sich das Wetter verschlechtern soll. Ob es hier ist oder woanders. Das ist mir jetzt noch nicht ganz so bewusst. Könnte ich jetzt nicht hundertprozentig bestätigen. Deswegen sind wir da jetzt mal ein bisschen vorsichtig an der ganzen Sache, wo wir jetzt hier rangehen. So. Jetzt muss ich gerade echt hier so ein bisschen überlegen. Will ich nochmal Zwiebeln holen oder nicht? Da wären wieder Zwiebeln, da wären Zwiebeln und da wären Zwiebeln. Das ist ein sehr weiter Weg, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was haben wir da? Das ist die Providence Nordmine. Ihr wisst ja, was ich mal machen könnte. Hier war ich noch nicht. Vielleicht ist ja da auch so ein Lichtwesen. Aber ich glaube, dafür brauche ich mehr Energie. Na komm, danke einmal auffüllen. Wunderbar. So, müssen wir jetzt hier lang. Und dann jetzt hier hoch. Einfach mal schauen, was hier so ist. Also erstmal, was wir hier haben, ist ein Trüffel. Oh, da oben haben wir Alpakas oder Lamas oder was auch immer das sind. Holz brauche ich auch. Passt sich also. Eigentlich hätte ich jetzt gehofft, dass hier irgendwo so ein Lichtwesen oder sowas ist, aber scheinbar ist das nicht der Fall. Eigentlich müsste die auch abhauen. Geben aber auch keine Wolle, glaube ich. Hier ist eine Ecke, hier ist eine Kante, hier ist Ende einer Strecke. Wenn hier kein Lichtwesen ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich wusste es. Danke. Ein Irrlicht. Wieso ist denn der mir vorher nicht aufgefallen? Ganz vorsichtig ran, ganz vorsichtig ran, ganz vorsichtig ran. Paprikasamen. Und Holz brauche ich auch wieder. Oh oh. Schnell hier wieder weg. Ich hätte gern so eine Quelle in der Nähe von mir. Das wäre ganz praktisch. Also jetzt nicht nur im Schnee so eine Quelle, sondern vielleicht auch außerhalb des Schnees, damit ich mich dann, ne, sozusagen vorbereitend dann hinbegeben kann. Weil so ist es halt ein bisschen kalt. So, da. Holzbretter, 10 Stück. Mach. Hier Trüffel rüber. Milch rüber. Eier verarbeite ich gleich. Veilchensamen können rüber. Paprikasamen kann rüber. Großer Fischköder. Die Fischköder will ich behalten. Amethyst, okay. Ja, komm, dann verarbeiten wir noch die Eier. Und dann kann ich rein theoretisch wo war's? Da. Dahin.
und kann dort den einen goldenen Fisch angeln. Nämlich den goldenen Karpfen. Schön hier vorne hin. Ach komm, du hast doch schon in die richtige Richtung geguckt. Komm, beiß an. Nein. Yes. Den hat er gesehen. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich halten soll. Erstmal in meine Richtung, würde ich sagen. Ja, fast. Boah, der Fisch ist hartnäckig. Ja, der ist entkommen. Keine Chance gehabt, Leute. Keine Chance. Der Fisch war einfach zu stark für mich. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin Arthur. Haut rein. Tschö, tschö.